Vom 18. bis 20. Oktober ging es mehrsprachig zu im Jugendgästehaus Hannover. Für das Auftaktwochenende zur Workshop-Reihe Taking Part taten sich 4 Vereine zusammen, um 50 jungen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte mehr politische und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Mitorganisator Abdou Ouedraogo über das Projekt. Das Ziel dieses Projektes ist, wie der Name Taking Part, also wir wollen eben gemeinsam jungen Menschen, Frau, Mann, eben für diese Gesellschaft eben fit machen. Sie haben die Möglichkeit hier eben tatsächlich nicht nur theoretisch zu lernen, sondern auch praktisch eben miteinander eben auszutauschen. Wir laden viele Fachleute hier, die dann eben mit den jungen Menschen im Workshop-mäßig eben zusammen eben arbeiten. Dazu gab es am ersten Tag die Möglichkeit, in kleinen und großen Gruppen an thematischen Workshops über Bildungssystem, Asylrecht, Rassismus oder Integration teilzunehmen. Die Teilnehmenden erzählen von ihren Erfahrungen. Ich habe diesen Workshop mitgenommen, weil das war ganz gespannt, ganz interessant. Und mich persönlich, ich bin in Asyl erfahren. Das heißt, ich möchte wissen, welche Rechte habe ich, welche Möglichkeit gibt es für mich. Dann kann ich meine Zukunft hier verbessern und meine Asyl beenden und so weiter. Und bis jetzt, ich finde das ganz total super. Also heute habe ich einen Teil in diese Rassismus genommen und er war richtig gut. Ich hatte sowas nicht vorher gemacht, ja, und ich habe viele Erfahrungen angesammelt und eine von den Erfahrungen ist mal wissen, wie kommen, also warum macht die Leute mit Rassismus Sachen, wo ist diese Grundlage von diesem Rassismus. Und haben wir darüber gesprochen, haben wir unsere also Idee getauscht. Ich möchte gerne mitmachen heute Nachmittag beim eine Richtung für Ausbildung machen und so weiter. Ja. Also Arbeit und Praktikum. Wie läuft dieses Schulsystem hier in Deutschland? Worum es bei diesem Workshop geht, erklärt Frank Schmitz. Ich habe den Jugendlichen vom Prinzip einen Themenwunsch erfüllt, weil das eines der Workshops war, den die Jugendlichen sich auf dem Vorbereitungstreffen gewünscht haben. Und das haben wir hier eigentlich ganz konsequent durchgezogen. Alle Workshops, die angeboten wurden, wurden von Jugendlichen gewünscht. Unter anderem, wie sie eigentlich in den deutschen Bildungsstrukturen erfolgreich teilhaben können. Und da habe ich denen heute ein bisschen was dazu erzählt, zu formellen Bedingungen, aber auch über die Bedeutung von nicht formaler Lernerfahrung so rum. War, glaube ich, ein spannender Workshop, der ist gut angekommen bei den Jugendlichen, weil sie gemerkt haben, dass formelle Abschlüsse immer nur ein Teil der erfolgreichen Teilnahme im Bildungsprozess sind. Wir stehen hier vor dem Infostand von Profondo, wo wir Jugendlichen unter anderem darüber informieren, wie sie nicht formale Lernerfahrungen in Europa sammeln können. Heute habe ich in dem Workshop aber den deutschen Schwerpunkt gelegt, sprich, wie sie eigentlich formelle Lernerfahrungen durch informelle ergänzen können. Später standen die Fähigkeiten der jungen Erwachsenen im Mittelpunkt. Beispielsweise ging es um Präsentationstechniken, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich vom afrikanischen Essen und neuen Freunden verabschieden mussten. Musa ist jedenfalls zufrieden mit dem Angebot. Also ehrlich sagen, also ich erwartete etwas nicht so groß wie heute ist im Workshop. Also ich hatte so wenige Erwartungen. Als ich hier angekommen bin, dann habe ich viele gesehen, habe ich viele neue Leute kennengelernt, dann habe ich viele Kontakte geknüpft. Und außer diesem Kontakt habe ich auch viele Informationen eingesammelt. Die Veranstaltungsreihe wird in Oldenburg und Emden fortgesetzt. Mehr Informationen dann auf der Website von Integration e.V.